Was uns die Börsen bieten, sie folgen dem Trend aus Asien. Der DAX 4,3% im roten Bereich. Leichtes US-Öl kostet etwas mehr als $62 pro Barrel und der Euro zum US-Dollar bei 1,2452. Wir wollen aber noch mehr über den Handel an den Börsen erfahren. Schalten jetzt nach Frankfurt zu Corinna Wohlfeil. Die hat das Ganze von dort aus im Blick. Corinna, kommen wir noch mal kurz zurück zum IFO-Geschäftsklima-Index. Hat man davon große Notiz genommen? Hat er den DAX beeinflusst? Oder ist man eh schon so weit, dass man sagt, die Stimmung ist sowieso schlecht und die Folgen absehbar? Isabel, ich gebe zu, ich bin im Augenblick gerade ein bisschen abgelenkt. Wir haben hier gerade... Es ist wahrscheinlich Attac, die hier gerade die Börse so ein bisschen stürmen und Plakate aufhängen und über die Besuchertribünen hier rüberkommen. Warten Sie mal einen ganz kleinen Augenblick bitte. Jetzt hoffen wir mal, dass das Sicherheitspersonal hier gleich einschreitet. Also von daher auch sehr, sehr laut im Augenblick. Sie hören es hier. Der DAX 4,5% im Minus. Also so eine Situation habe ich jetzt im Augenblick auch noch nicht live erlebt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Sie sehen das Plakat und Sie sehen, was hier im Augenblick passiert. Meinen Kollegen geht es nicht anders. Wir haben kaum eine Chance zu berichten. Und, wie sind die denn reingekommen, Corinna? In dem Sinne friedlich zu sein. Wie bitte? Wie sind die denn reingekommen? Einfach so über den Besuchereingang? Ja, sie sind, deswegen habe ich mich die ganze Zeit umgedreht, sie sind wirklich über die Besuchertribüne, über die Glaswände herübergekommen, haben sich hochheben lassen von den Kollegen. Und Sie sehen eben die Proteste da, aber es sieht jetzt wirklich, im ersten Moment habe ich echt einen Schreck gekriegt jetzt hier, aber es sieht echt natürlich nach einer Demonstration aus, aber nach einer friedlichen, also Sie tun hier niemandem etwas, Sie sorgen halt für Aufmerksamkeit und Sie sorgen für eine Menge Krach momentan an der Börse. Sollen wir noch kurz auf die Märkte schauen? Ja, soweit wir den DAX sehen können, jetzt wird er wieder etwas sichtbarer, Sie sehen es, also 4107, ein Minus von 4,4% hier im Augenblick. Und Sie hören, das geht ja richtig zur Sache bei Ihnen, Corinna. Das ist wohl so ein bisschen Protest jetzt auch der Händler, was hier im Augenblick passiert. Ja, das ist eine ganz neue Situation an der Frankfurter Börse. Hat es hier so in der Form noch nicht gegeben. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange die da weiter protestieren können. Sie sagten ja gerade, ob das Sicherheitspersonal wohl kommen wird. Das frage ich mich auch gerade, Isabel. Ich kann Sie schon kaum mehr verstehen. Ich schaue einfach nochmal, aber davon ist im Augenblick nichts zu sehen. Doch jetzt kommt ein Mitarbeiter der Börse da einschreitend. Und es sieht auch so aus, als wenn die Demonstranten, ja genau, sie sind echt friedlich. Sie lassen sich jetzt auch entfernen sozusagen. Also von daher, nichts passiert. Einfach mal ein Aufschrau an der Frankfurter Börse. Corinna, wie ist das überhaupt, wenn man in diesen Tagen an die Börse kommen will? Wir haben es gerade alle gemerkt, Sie haben einen Schreck gekriegt. Können wir da einfach so reinspazieren, also auch mit Taschen, in denen was auch immer drin ist, Flugblätter, Plakate und so weiter? Nein, also das ist wirklich eine völlig neue Situation. Deswegen haben Sie mich auch echt erschrocken gesehen, denn Sie glauben nicht, wenn man hier an die Börse reinkommt, das ist so gut wie nicht möglich. Es gibt einen Hochsicherheitstrakt, es gibt vorne Glastüren, wo Sie nur mit bestimmten Ausweisen reinkommen, wo Sie wirklich warten müssen, bis die zweite Tür aufgeht. Alleine wenn wir Gäste hier an der Börse haben, die müssen alle angemeldet werden, wir müssen sie persönlich abholen, wir müssen sie persönlich zurückbringen. Also es kommt hier eigentlich niemand rein, ja? Und auch Besucher kommen ja überhaupt nicht ans Parkett. Die kommen nur hinter diese Absperrung an der Börse. Ich schaue jetzt gerade noch mal. Und ja, dass da jemand rüberklettert, das hat es also echt noch nicht gegeben. Und mir war ehrlich gesagt auch nicht bewusst, dass das möglich ist. Aber wir haben gesehen, es ist möglich. Dankeschön für den Moment, Corinna. Sie halten uns auf dem Laufenden. Es wird protestiert an der Frankfurter Börse. Vielleicht noch dies dazu. Die SPD will ja die Finanzmärkte schärfer regulieren. Eine Projektgruppe unter der Führung von Finanzminister Peer Steinbrück hat sich dazu auf 14 Empfehlungen geeinigt. Ganz genau. Isabel, zu diesem Thema auch noch dieser Programmhinweis. Zur Krisenlage an den Märkten wird heute um 12:30 Uhr der Bundesfinanzminister Peer Steinbrück in Berlin eine Pressekonferenz.